Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von Garten Productions, zu diesem exklusiven Video. Mal wieder auf dem Zweitkanal, so wie sich das gehört, damit auch die Abonnenten da mal wieder bedient werden. Gleich vorweg noch ganz kurz: Ich habe heute schon das neue Yps-Heft bekommen und richtig geil, da ist so eine schwarze Balkenbrille drin. Das finde ich ja mal richtig geil. Also, wer mal unsere Videos gesehen hat, hier auf dem Weg zum Job hieß das, glaube ich, oder so, der falsche Weg zum Job, einfach mal googeln oder bei YouTube eben mal gucken. Der wird sehen, dass wir das damals gebastelt haben. Und jetzt habe ich eben endlich mal so eine Balkenbrille und kann nur sagen, die werden wir sicherlich in irgendeinem Film noch sehen. Immer wieder gut. Ja, noch viel besser als ein ganz anderer Anlass. Und zwar habe ich mir eine Bruce Springsteen Collection gekauft, wenn man das überhaupt so sagen kann. Den Preis wollte er gar nicht wissen. Wir gucken jetzt da einfach mal rein. Interessant, dass das mal wieder vom Hermes-Fahrer kam, beziehungsweise Hermes-Fahrerin, und die ist gerade da hinten unterwegs. Jetzt sehe ich sie hier gerade noch langfahren. Und die freut sich immer, die Dame, wenn sie mich sieht. Letztens mir sagt, ach, guck, der wohnt hier. Und dann, das gibt's nicht. Also auch heute hat die sich wieder tierisch gefreut. Und da dachte ich so, ja, habe ich nur eigentlich für das Ding unterschrieben oder eben ihren Autogramm da auf dem Dings geschrieben. Aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Wir kommen jetzt, wie gesagt, mal zu dieser Box. Den Preis, wie gesagt, den wollte ich hier gar nicht wissen. Den will man nicht wissen. Aber es sieht schon mal sehr solide aus. Sehr geil. Muss man einfach sagen, das sieht doch aus wie so ein Ringband oder irgend sowas hier. Wenn wir uns das mal hier angucken, wie so ein richtiges Buch. Und wir schauen da einfach mal rein. Also sehr massiv gemacht, sehr gut gemacht. Wir hören das auch hier. Kann man auch ja, in einer guten Sekunde mal irgendjemand über den Schädel ziehen, sicherlich. Wie kriegen wir das jetzt auf? Gucken wir einfach mal. Ja, wie gesagt, über den Preis wollen wir nicht reden. Das ist die Bruce Springsteen Darkness on the Edge of Town Edition hier. Das ist Haufen Bonusmaterial drin, was nicht so aufs Album gekommen ist und so. Und ja, ich habe mir ja das Album selber gekauft, sogar noch eine DVD dazu mit den Making-ofs drauf und so weiter und so fort. Und da haben sie eben gespielt und dann dachte ich, Mann, eigentlich musst du dir doch diese Box holen. Die DVD habe ich übrigens hier, die liegt gerade zufällig hier. Ja, und die ist jetzt natürlich auch nochmal hier drin. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze hier... Oh, das ist so zum Schieben. Also man muss wirklich sagen, das Material ist sehr gut gemacht und hat so ein bisschen Schulbuch-Style, muss man mal sagen. So sieht es auf jeden Fall aus. So, hier ist erstmal leer. Und hier haben wir auch hinten nochmal oben, was hier so drin ist. Warum ist denn das hier so... Ach, das ist der Kleber, der da durchkommt. Ja gut, das finde ich ja nun wieder ein bisschen... Naja, ist wahrscheinlich nicht zu umgehen, diese Punkte da. Aber so auf jeden Fall ganz cool. Oder was ist denn das hier überhaupt noch? Wie das bis so aufgeht, das verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, soll man das abmachen oder nicht? Ich denke mal nicht, oder? Wir lassen das einfach mal dran, aber ist eben bloß mit diesen vier Punkten, da ist mal 6 da. Ja, schauen wir uns das gute Schulbuch einfach mal an. Sieht ja ganz, wirklich grandios aus. Also, ich weiß nicht genau, was hier drin sind. Ich glaube, ein paar Song-Dinger, wie er sie geschrieben hat und so weiter. Mensch, hier fällt auch wirklich alles raus. Das ist ja eine unglaubliche Performance. Gucken wir uns erstmal an, was hier rausgefallen ist. Und zwar dieser Schnipsel hier. Mit ein ganz paar Texten, wie sich das sieht. Wie das aussieht mit ganz paar Songtexten. Soweit ich das jetzt sehe hier, überfliegt das jetzt bloß. Also, jetzt kann man das schon mal sagen, sehr qualitativ gemacht. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Das sieht doch aus wie, ja, weiß ich nicht, wie ein altes Schulbuch eben. Als wenn man jetzt gerade mal in seiner Erinnerung schaut. Wir blättern einfach mal, das ist ja unglaublich. Also das hat der Boss alles damals geschrieben, so sind die wirklich die großen Lieder damals entstanden. Finde ich sehr gut gemacht, gar keine Frage. Ob ich das alles durchlesen werde, ist wieder eine andere Frage. Aber als Sammler denke ich mal, ich gehe mal ein Stück zurück, absolut genial. Liebe Grüße an Sting an dieser Stelle, er hat ja auch auf seinen Blitz gewartet. Ich denke mal, deswegen kam der Hermes-Kunde bei mir so spät, weil er bei dir vorher noch war. Aber ich denke mal, bei dir war er eher DPD gewesen, DPD, Deutsche Post gewesen, DHL. Muss ich dazu noch mal ganz kurz sagen, ich bin ja mit den Berliner Unternehmen hier PIN. Das sind die, die mit den grünen Autos fahren. Das ist eine Katastrophe. Ich habe mich da schon so oft beschwert, weil die es einfach nicht schaffen, pünktlich zu liefern. Und Amazon tut jetzt alles dafür, dass PIN mich nicht mehr beliefert. Aber letztens war es wieder so gewesen. Es gab wieder Stunk. Also jetzt habe ich echt langsam die Faxen dicke von denen. Das wollte ich nochmal sagen.
Also auf jeden Fall richtig cool gemacht. Hier haben wir die erste CD oder DVD drinne. Also ich finde das wirklich, ich hätte die Kamera vielleicht ein bisschen weiter runter nehmen, sonst wäre es gar nicht so einfach, das jetzt hier zu zeigen. Sieht auf jeden Fall richtig geil gemacht aus. Das ist auch jetzt ein bisschen robuster. So vergilbt so teilweise hier so. Finde ich sehr interessant. Also muss man ganz ehrlich sagen, darauf muss man erstmal kommen. Jetzt kann man sagen, ja, die bringen doch immer irgendwelche Boxen raus, um da die Leute abzuziehen oder was weiß ich. Hier sind wir gerade Badlands, das kennt vielleicht auch jemand. Lights out tonight, trouble in the heartland, head on collision. Ja, da kommen noch Erinnerungen hoch, würde ich mal sagen. Richtig cool, ich will mir auf jeden Fall mal angucken, was er hier so gemacht hat. Und das sind wirklich Originaldokumente, soweit ich das weiß. Hier haben wir wieder was, mal ganz kurz festgehalten, hier sind 3 CDs und 3 DVDs drin. Eigentlich wollte ich mir das Blu-ray-Set ordern, aber das kriegt man hier in Deutschland nicht. Und mit Import und so, das war mir alles nicht so... ist immer fraglich dann, ob das alles läuft hier, Regionalcodes und so weiter. Deswegen habe ich hier zur deutschen Version gegriffen, insofern man die so nennen kann. Aber richtig krass, muss man wirklich sagen, finde ich sehr gut aufgemacht. Hier sieht man teilweise noch den Kaffeefleck hier oben. Also nicht irgendwie, muss man mal so sagen, wie man es heutzutage kennt, hingeschissen oder so, sondern hier kriegt man wirklich was für sein Geld. Jetzt sagen natürlich andere, was will man denn damit? Aber für Sammler ist das sicherlich was wert. Hier sehen wir nochmal den Boss. Sehr gut, auch hier haben wir wieder, ja, das ist der Film jetzt, den ich hier gerade hatte. Ja, also es sind ja wie gesagt auch 3 DVDs dabei. Auch hier mit Foto, richtig. Können wir uns auch nochmal angucken. Also qualitativ kann man sich hier wirklich nichts dingsen. Muss ich mir natürlich in Ruhe alles nochmal angucken, wa? Für den Preis. Aber auf jeden Fall habe ich die Box hauptsächlich geholt, weil eben... Ja, von diesem Album Darkness on the Edge of Town, der Kunde hat ja Lieder ohne Ende gemacht. Und da sind natürlich nur die wenigsten raufgekommen aufs Album. Und da hieß es, da sind so viele Outtakes noch drüber geblieben, ja, dass man sich dann letztendlich gesagt hat, Mann, die will man doch eigentlich auch haben. Ich habe noch nie einen schlechten Springsteen-Song gehört. Das ist einfach so. Es ist wirklich so. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist für mich wirklich so. Und wie er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirklich sehr gut gemacht. Wir kommen hier langsam am Ende an von dem Ding. Also sehr viel Bildmaterial auch drin. Also auf jeden Fall für, ja, für Fans, für Nostalgiker und so weiter und so fort. Hier sehen wir nochmal, der Boss hier richtig in Fahrt gerade. Richtig konzentriert. Ja, das ist er eben, der Boss. Großartig. Natürlich alles auf Englisch, weil es eben die Originalschriften sind, aber im Großen und Ganzen kann man sich da nicht beschweren. Sieht wirklich gut aus und teilweise auch hier, jetzt habe ich echt gedacht, das ist eine echte Büroklammer, ist es aber nicht. Aber habe jetzt echt, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also ein tolles Set, muss man an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht nur um den Ordner, der hier fast dreistellig eigentlich gekostet hat, sondern ja, es geht natürlich um die CDs und die DVDs, auch wenn ich von diesen 6 Discs insgesamt schon 2 habe. Denke ich mal, hat sich das trotzdem gelohnt. Landet auf jeden Fall in meinem Sammelregal für den Boss, beziehungsweise vom Boss. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Mittlerweile ist der Preis schon wieder ein bisschen gesunken, habe ich gerade gesehen, aber es ist sauregal, ist da eben vom Boss. Und man muss ja mal sagen, es tut einem ja auch gut, wenn man sowas hat. Das ist ja was für ein Geist, man kann immer wieder drauf zugreifen. Und deswegen denke ich mal, sollten diese Gefühle, diese Inspiration und was da alles mit verbunden wird, sollten dann schon mal diese paar Euro wert sein, muss man ganz ehrlich mal sagen, wenn man sich für sowas interessiert. Viele sagen sich, Mensch, würde ich mir holen, aber ich habe das Geld nicht und so. Aber man sollte sich das wirklich überlegen, wenn man Fan von der Sache ist oder so, oder eben gerade musikalisch, ja, immer wieder tolle Momente erlebt bei gewissen Sachen, dass man da wirklich halt dann mal, ja, ein paar Euro mehr raushaut und sich das mal richtig gönnt, weil, wie gesagt, man greift ja doch relativ oft drauf zu und deswegen denke ich mal, ist das schon okay. Also auf jeden Fall ein großes Vorwort scheinbar hier auch drin. Coole Sache. Freut mich auf jeden Fall. Habe ich mir wieder ordentlich was gegönnt. Und das ist immer noch mein Geheimnis hier. Das muss ich noch klären, ob ich das abmachen muss hinten oder nicht. Hier sehen wir nochmal den Boss. Habe ich natürlich die CD zu Hause auch. Die wurde auch geremastert hier. Also wird sicherlich auch ein bisschen besser klingen als das Original. Wobei das Original natürlich auch sehr gut ist. Und zu guter Letzt kommen wir eben nochmal zu der Brille. Ja. So sieht's aus. www.garten-productions.de. Ich hoffe, ihr habt mich das ganze Video über nicht erkannt. Das war's für heute. Tschüss, bis dann.
Und die Kamera geht nicht aus. Was ist da los? Hallo?